André Hunko, die Linke. Da geht es um den Einsatz der Bundesregierung für die Aufhebung von US-Wirtschaftssanktionen im Kontext der Corona-Krise. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Hunko, der hohe Vertreter der Europäischen Union für die Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, hat in einer Erklärung am 3. April die Haltung der EU zu Sanktionen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie dargelegt. Er hat betont, dass Sanktionen die Lieferung wichtiger Ausrüstung und Materialien, die für die Bekämpfung des Coronavirus und die Begrenzung seiner weltweiten Verbreitung erforderlich sind, nicht behindern sollten. Und gleichzeitig hat der Hohe Vertreter klargestellt, dass Sanktionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union Ausnahmen von humanitären Gründen vorsehen, die sicherstellen, dass diese Sanktionen den weltweiten Kampf gegen Covid-19 nicht behindern. Der Hohe Vertreter hat weiterhin betont, dass Sanktionen eine unverzichtbare Rolle spielen, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Verstößen gegen das internationale Recht, der Bekämpfung der Verbreitung von Waffen, der Unterbindung des Zustroms von Waffen in Kriegsgebiete oder der Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen. Die EU fordert andere Länder und Gebiete auf, die nötigen Klarstellungen vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass ihre jeweiligen Sanktionen kein Hindernis für den weltweiten Kampf gegen diese Pandemie darstellen. Und diese Auffassung des Hohen Vertreters teilt die Bundesregierung vollumfänglich. Aus Sicht der Bundesregierung wird bei den bestehenden Sanktionen der Vereinten Nationen und der EU der Sorge vor nicht beabsichtigten humanitären Auswirkungen, auch bezüglich Unterstützungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19, innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens angemessen Rechnung getragen. Auch US-Wirtschaftssanktionen beinhalten nach Kenntnis der Bundesregierung Ausnahmen für medizinische und humanitäre Güter und sanktionieren keine Lieferungen in diesen Bereichen. Es ist gut, dass die US-Regierung das auch in Äußerungen klargestellt hat. Die Bundesregierung bemüht sich gemeinsam mit ihren europäischen Partnern darum, die US-Regierung zu weiteren notwendigen Klarstellungen in Bezug auf Ausnahmeregelungen für humanitäre Transaktionen zu bewegen. Dazu zählt unter anderem ganz konkret der Vorschlag, eine Positivliste genehmigungsfreier Güter zur Bekämpfung von Covid-19 zu veröffentlichen. Ziel ist es, dass sich daran auch entsprechende Unternehmen halten. Der Aufruf des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für eine weltweite Waffenruhe unterstützt die Bundesregierung ausdrücklich. In Stellungnahmen hat der Außenminister dies bereits mehrfach getan. Auch die von Deutschland lancierte Erklärung der Allianz für den Multilateralismus vom 16. April, der sich aktuell 24 Staaten angeschlossen haben, enthält die explizite Unterstützung der Forderung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Die Bundesregierung arbeitet intensiv gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Sicherheitsratsmitgliedern daran, dass sich der VN-Sicherheitsrat als Ganzes die Forderung des Generalsekretärs nach einer weltweiten Waffenruhe trägt. Die Bundesregierung unterstützt außerdem die Aufrufe zu Waffenstillständen der VN-Sondergesandten für die Konfliktregionen von Syrien bis Jemen. Und dazu konnten wir bereits Äußerungen des Sicherheitsrates erreichen. Vielen Dank. Generell sollten wir eigentlich Antworten auf 2 Minuten beschränken. Ja, ich bitte um Nachsicht. Die ist gewährt. Also die Bitte ist gewährt. Danke. Herr Kollege, eine Nachfrage, eine weitere Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, ich muss sagen, damit fällt ja die Bundesregierung und auch die Europäische Union hinter die Forderung von der Menschenrechtskommissarin der UNO, Michelle Bachelet, zurück. Sie fordert die Aussetzung der Sanktionen. Explizit benennt sie ja Venezuela, Kuba, Iran, Simbabwe und Nordkorea. Und Sie sagen jetzt, nein, die Sanktionen sollen bestehen bleiben, aber man soll sicherstellen, dass humanitäre und medizinische Güter sozusagen in Ausnahmeregelungen durchgeführt werden können. Ich finde, das es fällt halt zurück. Und meine Frage wäre, ist Ihnen bekannt, dass diese Ausnahmeregelungen ja auch vorher schon bestanden, dass sie aber in der Praxis eben oftmals nicht funktionieren, weil natürlich dann viele Akteure, Räder etwa, aus Angst vor möglichen Sanktionen dann auch humanitäre Hilfe nicht leisten? Herr Präsident, vielen Dank, Herr Hunko.
Sie haben erst einmal im Grundsatz recht, dass diese klaren Verabredungen noch nicht so richtig funktionieren in der Praxis, weil es ein sogenanntes Prinzip des Overcompliance gibt. Das heißt, aus Sorge, wirtschaftliche Nachteile zu erfahren, nutzen Unternehmen die Möglichkeiten nicht, die die Ausnahmeregelungen ihnen eigentlich eröffnen. Deswegen dringen wir ja als Europäische Union, aber auch als Bundesregierung auf eine entsprechende Klarstellung. Ich will aber doch noch mal deutlich machen, dass wir zwar für einen uneingeschränkten und solidarischen Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie sind, dass aber doch die Gründe, die zur Beschlussfassung von Sanktionen, von wirtschaftlichen Sanktionen geführt haben, nicht hinfällig geworden sind dadurch, dass wir jetzt diese furchtbare Pandemie haben. Und insofern bleiben wir einem Ziel verpflichtet. Sanktionen werden dann abgemildert oder werden dann beendet, wenn die Voraussetzungen für die Beschlussfassung von Sanktionen nicht mehr gegeben sind. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Haben Sie eine weitere Frage? Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank. Konkret zum Beispiel Venezuela. Da hat ja die Bundesregierung im Februar letzten Jahres in Aussicht gestellt, humanitäre Hilfe von 5 Millionen Euro. Und ich habe im April letzten Jahres, vor einem Jahr jetzt ziemlich genau, dort den Leiter der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation getroffen und auch die Leiterin des Internationalen Roten Kreuzes, die sehr stark signalisiert haben, dass sie diese Hilfe bräuchten und auch, dass sie nach ihren Statuten arbeiten könnten. Wie sieht es damit aus? Wie viel ist von den 5 Millionen Euro humanitärer Hilfe an Venezuela gegangen? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Hunko, selbstverständlich steht die Bundesregierung zu ihren Verpflichtungen überall dort, wo es notwendig ist, mit humanitärer Hilfe aktiv zu helfen und dazu beizutragen, dass sich die Menschenrechtssituation, aber vor allem auch die Versorgungssituation der Menschen nachhaltig verbessert. Ich kann gerne auch noch einmal Ihre Frage zum Anlass nehmen, zu überprüfen, inwieweit die Mittel geflossen sind, ob schon vollumfänglich oder erst in Teilbeträgen. Wir haben auch gerade jetzt noch einmal einen Beitrag zur Stärkung der Weltgesundheitsorganisation geleistet, weil wir auch auf internationale Zusammenarbeit und auf Teamgeist setzen und insofern noch mal weitere Mittel dazu zur Verfügung gestellt, dass auch die internationale Kooperation im Kampf gegen die Pandemie verbessert werden kann. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir kommen zur nächsten Frage, und zwar der Abgeordneten Lisa Bartung. Herr Staatsminister.